Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über Google-Bewertungen sprechen, beziehungsweise Bewertungen generell im Internet. Warum sind die wichtig? Wie bekommst du mehr davon? Und ja, viel Spaß schon mal bei dem Video. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich bin bei uns bei der A&M für das Thema Kundenbetreuung zuständig. Das heißt, ich kümmere mich auch darum, dass wir ja möglichst viele Bewertungen von unseren Partnern bekommen. So, und jetzt ist es immer so die Frage, ich meine, ich spreche das auch mit unseren Kunden in den Gesprächen immer durch, macht ihr schon was für die Empfehlungen oder Bewertungen? Seid ihr da irgendwie aktiv? Ruft ihr Kunden an? Passiert da schon irgendwas? Und es ist tatsächlich so, die meisten von unseren Partnern, die legen vielleicht mal was in die Rechnung rein, hin und wieder wird auch mal eine Mail geschickt, das war es dann aber tatsächlich auch. Und ich muss immer so ein bisschen unsere Kunden erstmal wachrütteln, wie wichtig überhaupt Google-Bewertungen sind oder generell Bewertungen im Internet. Weil es ist für die meisten Leute im Fachhandel oder im Handwerk noch gar nicht so richtig angekommen, wie wichtig das Ganze am Ende des Tages wirklich ist. Du musst dir mal eine Sache bewusst werden. Wenn du jetzt Terrassendächer verkaufst, Küchen verkaufst, Badsanierung anbietest, Komplettsanierung anbietest, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, ja, deine Kunden, die sind kurz davor, dir einen Haufen Geld zu geben, also 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30, 40, 50, bis zu 80, 90, 100.000 Euro, je nachdem. Das ist für die meisten wirklich eine Stange Geld. Und die meisten deiner Produkte halten ja auch die nächsten 20 Jahre, mindestens. 20 Jahre, Photovoltaikanlagen 30 Jahre. Wenn du einen Wintergarten baust, hält der 30, 35, 40 Jahre vielleicht. Das heißt einfach nur übersetzt, die Entscheidung, die der Kunde bei dir trifft, demnächst, hoffentlich, die wird er wahrscheinlich nur ein, zwei, dreimal in seinem Leben treffen. So. Das ist Fakt. Das muss man sich erstmal so vor Augen führen. Und vor diesem Gesichtspunkt ist es natürlich klar, dass der Gegenüber sich auch mal anguckt, okay, wie treffe ich jetzt diese Entscheidung? Der nimmt sich einfach ein bisschen Zeit dafür. Und das kann bedeuten, dass er sich zum anderen oder zum einen andere Angebote einholt, was völlig okay ist. Das bedeutet aber auch, dass er Empfehlungen sich anschaut, beziehungsweise Bewertungen auf den gängigen Portalen. Das ist nun mal Google in den meisten Fällen. Ja, das heißt, der hat jetzt meinetwegen dein Angebot vorliegen, der hat vielleicht auch noch zwei andere Angebote vorliegen und jetzt guckt er mal, okay, wem will ich denn diese 20, 30, 50.000 Euro vielleicht geben? Bei wem mache ich das? So. Und was hätte man da früher gemacht? Also wenn man jetzt sagt, okay, vor 100 Jahren oder sowas, wie hätte ich jetzt so eine Entscheidung für mich treffen können? Ich hätte wahrscheinlich Freunde und Bekannte gefragt, hey, wo hast du ein besseres Gefühl? Was würdest du mir raten? Ich hätte vielleicht versucht, irgendwelche Eigenschaften von dem Unternehmen noch rauszufinden. Ich hätte natürlich auch auf mein Gefühl gehört, also so gut oder nicht gut, wie die Beratung vielleicht auch war. Wir gehen mal davon aus, dass es in dem Beispiel alles ungefähr gleich war. So, das heißt, ich hätte mir Zeugen gesucht für die Dienstleistung. So, das ist letzten Endes das, was ich mache. Zeugen dafür, dass sie gut oder schlecht ist. Und das sind, nichts anderes sind Bewertungen im Internet. Das heißt, Bewertungen sind Zeugen deiner Dienstleistung. Ja? So, und jetzt kommen wir an den Punkt. Deswegen sind Bewertungen so wichtig. Also Bewertungen unterbewusst, das kennst du vielleicht auch von dir selber, sind wirklich maßgebend bei deiner Entscheidungsfindung. So. Es ist nicht möglich, dass ich mir zwei Unternehmen anschaue, von denen ich mehr oder weniger ein gleiches Angebot bekommen habe. Ein Unternehmen hat meinetwegen 20 Bewertungen mit 2,4 Sternen, das andere Unternehmen hat 20 Bewertungen mit 4,3 Sternen. Es ist nicht möglich, dass ich da irgendwie noch vernünftig zwischen den beiden unterscheide. Ich werde automatisch zu dem zweiten Unternehmen hingezogen sein, weil einfach mehr Leute was Gutes darüber sagen. Es ist ein essentieller Punkt, den man wirklich einmal verstehen muss, weil es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, die A&M ist ein Top-Unternehmen, ja, dann erwartet man das von mir, weil ich arbeite hier, ganz einfach gesagt. Wenn ich jetzt irgendjemanden von der Straße nehme zum Beispiel und diese Person sagt, die A&M ist ein Top-Unternehmen, dann fragt man sich ja schon, okay, die Person arbeitet hier nicht, warum sagt sie das jetzt? Da muss ja vielleicht was dran sein. Wenn ich noch 10, 20, 30, 100 Leute von der Straße mir irgendwie hole und ich frage die alle, wie findest du die A&M? Die sagen alle, A&M ist ein Top-Unternehmen. Dann wirst du als Außenstehender irgendwann das Gefühl haben, die A&M muss ja ein Top-Unternehmen sein, wenn das jeder über die A&M sagt. Das ist ganz einfach und auch so wirkungsvoll, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, ist es ja auch in der Realität. Wenn du 100 Google-Bewertungen hast, dann bist du, so wie ich das zumindest einschätzen kann, anhand unserer Partner, bist du wirklich unter den Top 5%. Einfach nur gemessen an der Anzahl. Die sollten natürlich gut sein und im besten Fall auch echte Kunden, sonst bringt dir das auch nichts. Aber sagen wir mal 100 Google-Bewertungen von echten Kunden mit 4,5, 4,6, 4,7 Sternen im Schnitt.
je mehr, desto besser natürlich. So, und wenn du das hast, dann bist du wirklich um den Top 5% in diesem Markt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, das ist nicht schwer. Also ich denke, jedes Unternehmen, was, weiß ich nicht, 10 Jahre am Markt ist, 5 Jahre am Markt ist, das wird ja mindestens mal schon 100 Kunden gehabt haben. Je nachdem natürlich, was du verkaufst, aber meistens ist es so. Wenn die alle zufrieden waren, warum bewerten die dich nicht? Also du merkst, ich reite so ein bisschen immer auf dem gleichen Thema rum, aber gib diesem Thema gerne mal die Wichtigkeit, die es letzten Endes auch verdient. Versuch dafür einen Prozess zu implementieren, da kommen wir gleich noch zu, wie das Ganze aussehen kann. Aber erstmal musst du dir wirklich bewusst werden, Bewertungen können dich entweder Geld kosten oder können dir einen Haufen Geld bringen. Bewertungen können dich Fachkräfte kosten oder können dir einen Haufen Fachkräfte bringen. Ja, auch beim Thema Fachkräfte ist es so, dass die meisten Leute das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also viele sagen mir auch immer in den Gesprächen, hey Nico, alles schön und gut mit deinen Google-Bewertungen, aber ich suche hier gar keine neuen Kunden, ich brauche jetzt hier meine Mitarbeiter, ich brauche mein Zimmerer oder sowas. Dann sage ich immer, ja, alles klar, aber was denkst du denn, wo guckt der denn hin? Bei Mitarbeitern ist es sogar noch viel extremer, ja. Die treffen jetzt nicht eine Entscheidung über meinetwegen 20, 30, 40.000 Euro, sondern die treffen die Entscheidung, wo sie erstmal die nächste Zeit ihres Lebens verbringen. Im besten Fall treffen sie sogar eine Entscheidung, wo sie die nächsten 10, 20, 30 Jahre verbringen, ihres Lebens. Das heißt, die gucken ja umso mehr, okay, was sagen andere Leute über das Unternehmen? Und du kannst davon ausgehen, wenn ich mich irgendwo als Kundenbetreuer bewerbe, was nicht passieren wird, aber wenn ich das mache, dann gucke ich mir die Google-Bewertung an und wenn da unzufriedene Kunden sind, dann weiß ich ja, okay, mit den Leuten werde ich es in Zukunft zu tun haben. Scheinbar kriegt das Unternehmen hier irgendwas nicht hin. Vielleicht habe ich da nicht so viel Lust drauf. Ja? Also das Beispiel bringe ich jetzt, weil es wirklich so bei uns passiert ist. Wir haben eine Stelle ausgeschrieben bei einem Partner von uns im Bereich Montage. Bereich ist erstmal egal. Und da stand wirklich in den Google-Bewertungen ja einfach schlechte Bewertungen von Kunden, die unzufrieden waren. Und die haben jetzt auch nicht nur geschrieben, dass sie unzufrieden sind, sondern die haben das auch ein bisschen verbalisiert, schriftlich natürlich. So, und da hatte der Bewerber offen gesagt, nee, habe ich keine Lust drauf. Hat das Bewerbungsgespräch abgesagt. Wir haben das rausgefunden, weil wir ein bisschen mit unserem Partner bei dem Bewerber gebohrt haben, weil der auf dem Papier sehr gut aussah. Aber so ist das letzten Endes zum Vorschein gekommen. Und deswegen merkt man ja schon an so einem Beispiel, okay, die Leute gucken sich um. Die Leute versuchen irgendwie ihre Entscheidung zu untermauern, wenn sie in irgendeine Richtung gehen soll. Und Bewertungen sind da einfach so der erste Punkt. Es gibt noch andere Portale, wo man nachguckt. Das ja, gibt so ein paar gängige Sachen, wo man vielleicht nochmal reinschauen könnte. Zum Beispiel Kununu, wenn wir jetzt von Mitarbeitern sprechen. Das heißt, Kununu ist einfach nur eine Bewerberplattform, wo ein Arbeitgeber reinschreiben kann, wie er ein Arbeitnehmer kann reinschreiben, wie er seinen Arbeitgeber findet, so rum. Würde ich aber erstmal gar nicht so den Fokus drauf legen. Also versuch wirklich, dich an dem Thema Google-Bewertung aufzuhalten erstmal. Und das ist auch letzten Endes der Prozess. Versuch, Kunden anzurufen, die deine Kunden sind, die zufrieden sind. So. Wenn du nicht genau weißt, was du in so einem Gespräch sagen sollst, komm gerne auf uns zu. Wir haben da mit unserem Partner einen Leitfaden erarbeitet, den wir natürlich dann gerne rausgeben an unsere Kunden. Aber von der Situation her erstmal würde ich einfach sagen, hey, du hast ein erfolgreiches Projekt. 2 Wochen später rufst du an, du fragst nach, hey, wie sieht's aus? Alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Sagt der Kunde, höchstwahrscheinlich, hoffentlich ja. Und dann kannst du sagen, gut, dann wäre es sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie uns eine Bewertung bei Google hinterlassen. Dann schickt man einmal diesen Link raus, dann ruft man vielleicht 2 Wochen später nochmal an, weil der Kunde es immer noch nicht gemacht hat und spätestens dann würde er sagen, gut, ich schreibe die Bewertung jetzt. So, und dann bist du ja schon relativ fix bei den 100 Bewertungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und dann hast du fürs Recruiting, für die Neukundengewinnung ein Rieseninstrument, was du auf jeden Fall nutzen solltest. Wenn du noch ein bisschen tiefer einsteigen willst, dann komm einfach mal auf uns zu. Wir haben ja auch schon ein bisschen Inhalt dazu hier gebracht auf diesem Kanal. Ansonsten, wie gesagt, melde dich gerne mal bei uns persönlich. Wir helfen dir dann da. Und ansonsten schau dir gerne die weiteren Videos an. Da sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.